Wir haben in erster Lesung Stellung genommen zu dem Gesetz zur Versorgung und Unterbringung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern. Es geht da vor allem um Flüchtlingskinder, die zum Teil wochenlang unterwegs sind, zu uns unterwegs sind, die ohne Eltern, ohne Verwandte diese Flucht auf sich genommen haben und jetzt bei uns ankommen und es keine Menschen gibt, die für, sagen, die Fürsorge für sie oder die Erziehungsberechtigung haben und sich nicht um sie kümmern können. Diese kommen in einer sehr großen Zahl und es ist mit Sicherheit die verwundbarste Gruppe unter den Flüchtlingen insgesamt. Deswegen haben wir uns dafür ausgesprochen, auch mit dem Gesetz, dass diese jungen Menschen auch eine entsprechende Unterbringung, eine entsprechende Fürsorge durch die Jugendämter erfahren. Wir haben das Problem, dass die in Deutschland an sehr unterschiedlichen Stellen in großer Zahl ankommen. Das heißt, einige Städte und Landkreise sind mehr belastet als andere. Deswegen war es ganz wichtig, einen Verteilmechanismus zu beschließen. Also das, was wir immer von Europa fordern, auch selbst bei uns zu beherzigen, dass es zu gleichen Teilen auf alle Bundesländer aufgeteilt wird. Und wir werden es dann in Baden-Württemberg auch übernehmen, dass wir es im Land auch flächendeckend gleichmäßig verteilen, damit dort auch die Belastungen, die wir jetzt zum Beispiel an der Rheinschiene haben, sich aufs ganze Land so verteilen, dass alle das miteinander stemmen können. Und ich bin sehr froh, dass gestern Abend bei dem Flüchtlingsgipfel auch eine Aussage dazu kam, dass der Bund das finanziell mit unterstützt. Es verursacht erhebliche Kosten, diese jungen Menschen unterzubringen, aber wir haben die Chance, mit einer guten Betreuung und Unterbringung ihnen auch einen Start in ein neues Leben in Deutschland zu ermöglichen. Der Bundesrat hat heute einen Gesetzentwurf beschlossen und beim Bundestag eingebracht, der die Öffnung der Ehe für Paare gleichen Geschlechts vorsieht. Das ist ja ein Thema, das seit langer Zeit in Deutschland diskutiert wird, wo das Bundesverfassungsgericht immer wieder die Politik, sagen, mahnen musste und vor sich hergetrieben hat, dass Menschen mit gleichen Geschlechts, die als Paar zusammenleben, gleich behandelt werden, dass es keine Diskriminierung gibt und dass es auch der Staat in seinen Gesetzen nicht in Liebe erster und zweiter Klasse sortiert. Der Versuch war schon vor der Sommerpause, den Bundestag dazu bewegen, dieses zu beschließen. Hat nicht stattgefunden. Jetzt haben wir einen Gesetzentwurf beschlossen, der jetzt im Bundestag vorliegt. Und ich hoffe sehr, dass die Union ihre Blockadehaltung im Bundestag aufgibt und sich der gesellschaftlichen Realität in Deutschland stellt. Wir haben unterschiedliche Lebensentwürfe, wir haben unterschiedliche Vorlieben bei den Menschen, die aber alles sich im Rahmen des Legalen abspielen. Und es gibt überhaupt keine Begründung, auch keine Werteordnung, die vorsieht, dass wir Menschen gleicher Geschlechts, die sich vermählen wollen, dauerhaft benachteiligen und vom Institut der Ehe ausschließen. Und ich hoffe sehr, dass wir das auch jetzt durchbekommen, dieser Gesetzentwurf dann auch tatsächlich Gesetzeskraft entfaltet.